Hallo zusammen, mein Name ist Daniel von der Mountainbike-Schule Rock My Trail und von der E-Bike-Schule eMoved. Heute kümmern wir uns um das normale Mountainbike und die Aktivposition. Die Aktivposition nehme ich ein, wenn ich Vorspannung durch meinen Körper aufbauen will. Wir haben ja bereits die Grundposition kennengelernt als eine sehr kraftsparende Position, die ich auf dem Trail dauerhaft einnehmen kann. Wir können einiges der Grundposition für die Aktivposition übernehmen. So bleiben auch bei der Aktivposition die Kurbeln waagerecht, die Ellbogen zeigen weiter nach außen. Der Körpermittelpunkt ist weiterhin in einer Flucht mit dem Tretlager. Bei der Grundposition waren unsere Beine und Arme sehr gestreckt, ca. 85%. Jetzt beugen wir Arme und Beine, gehen auf Sattelhöhe hinunter. Der Sattel ist dabei unsere Endposition und beugen unsere Brust Richtung Lenker. Die Ellbogen zeigen dabei nach außen. In dieser Position habe ich nun die Möglichkeit, sehr viel Vorspannung aufzubauen, um mich impulsartig zu strecken. Diese impulsartige Streckung kann ich nutzen beim Bunnyhop, beim Springen oder beim Kurvenfahren. Um die Aktivposition richtig zu lernen, bietet es sich an, zwischen Grund- und Aktivposition hin und her zu wechseln. Dies kann auf dem Trail relativ häufig vorkommen. Wichtig ist außerdem, wenn ihr euren Körperschwerpunkt auf Höhe des Sattels nach unten bewegt, dass der Sattel euer Endpunkt ist und ihr euch nicht zwischen Sattel und Hinterrad hinten hineinsetzt. Wichtig ist, die Aktivposition ist keine Position, die ich dauerhaft einnehmen will. Ich leite die Bewegung ein, wenn ein Manöver wie ein Bunnyhop oder Springen bevorsteht. Das waren bereits alle Tipps zur Aktivposition, die zweite Position, die bei Mountainbiken essentiell ist. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Üben. Bis bald auf dem Trail.